Hallöchen und ich würde sagen, ein bisschen Fallout, ha? Ein bisschen Fallout. Butz, Butz. So, Welt gefunden. Mal schauen, ob wir diesmal auf Anhieb eine finden oder wir wieder in allen Welten hin und her hüpfen. Ich hoffe es mal nicht. Und ich verwerfe schon wieder Frames gerade nicht. Soll ich einmal reconnecten? Dann geht's vielleicht ein bisschen besser. Hat aber gerade angefangen erst. Ja, vielleicht beruhigt sich's noch. Mal schauen. Vielleicht wollen wir gerade Fallout laden. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Bin vorbereitet. Ich habe zwei Käffchen da. Und noch einen Schluck Cola. Aber nicht mehr viel. Ich bin voll vorbereitet heute. Da, 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 da. Ja, okay, es war tatsächlich, wenn wir gerade einen Fallout reingeladen haben. Wir sind ausgeruht. Ich habe ein bisschen... Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Haus konnte geladen werden. Ich bin das eine Mal ein bisschen rein und habe halt einfach irgendwelches Zeug gemacht, so ein bisschen. Und habe halt einfach mal... Okay, das lohnt sich alles noch nicht wirklich. Mir den 10mm gemacht, um einfach ein bisschen 10mm Munition wegzuschießen. So in den kleineren Gebieten, in Anführungszeichen. Die würde ich jetzt aber tatsächlich wieder verwerten. 10mm Scharfschützen. Jo. Favoritengegenstand verwerten. Putz. Oh, gehärteter Verschluss. Nice. Robuster Lederdingsbums Level 30. Oh, mach weg. So. Wir gucken mal kurz weiter. Habe ich sonst irgendwas Zeug drin? Nicht wirklich, gell? So, gucken wir mal. Transfer. Schrott. Meine Kiste ist gefühlt irgendwie immer noch fast voll. Die wird nicht leerer. Und wir müssen mal kurz gucken auf Favoriten, welche Munition ich denn jetzt habe. Ich habe nämlich nur einen Schmierzettel da, weil sonst vergesse ich das wieder. Wir haben 308er. Ja, Schrot ist klar. 5,56. Und 45er. Ich glaube, 45er habe ich ziemlich viel Schuss tatsächlich noch. Oder? Warte mal. Wieso habe ich nichts auf der 2? Ach so, ich bin auf der 2. Ah, ich denke, munitionstechnisch sollte das erstmal reichen. Wir können ein bisschen weitermachen. Wir müssen mal hier... Tatsächlich würde ich hier unten ein bisschen... Okay. Was ist das? Besuche die Riesenteekanne. Besuchen wir mal, weil ich will eh weiter nach unten springen. Deswegen ist es egal. Schauen wir einfach mal. Prost, Kaffee. Übrigens die andere Tasse. Ich hatte zwei von denen. Ist letztens... ist zum Känguru mutiert. Hallo Riesenteekanne. Ich besuche dich mal. Hier sind bestimmt wieder ein, zwei Ghule, oder? Hallo Riesenteekanne. Jetzt habe ich sie besucht. Und nun? Hab sie besucht? Gibt's hier noch irgendwo ein Bra... Sprich mit Sweetwater. Können wir das mal nicht irgendwie mal ausschalten, dass es auch mal ausbleibt? Sprich mit Sweetwater. Mach weg. Will ich nicht. Zieh deine Ding an. Habe ich auch aus. Will ich nämlich auch nicht. Die Dailies sind so... Weißt du? Auch ein bisschen die Dinge haben wir eingestellt. Ich würde sagen, wir fokussieren uns mal hier unten. Ich habe hier... Ich glaube beim Primschnee, hier bei Hornride Skelette habe ich eine Mission mal gemacht, die war auch ganz krass. Hier will ich tatsächlich eigentlich hin. Informiere dich über die Geschichte von Riverside. Aber ich hätte auch Bock hier hinten weiter zu gehen, also gehen wir einfach zum Hornride Luftreiniger. Und machen hier hinten ein bisschen die City. Wir müssen ja hier noch so ein paar Sachen auch abarbeiten, Beckett finden und allen drum und dran. Oder wir arbeiten uns in die Richtung durch. Also eigentlich haben wir ja noch einiges. Komm, wir gehen zum Hornride Luftreiniger. Auch wenn es wieder so grau und grau ist und die Gegend gefällt mir halt tatsächlich überhaupt nicht. Weil es einfach, ich weiß nicht, ich bin mehr so der Freund von ein bisschen Farbe zumindest. Da ist halt alles grau.
würde ich sagen, arbeiten wir uns einfach mal durch. Da unten gibt es auch einen Rissstandort, wenn ich mich nicht täusche, irgendwo in der Nähe. Ziemlich abseits. Ja, den müsste ich eigentlich auch mitholen. Das ist ja hier eigentlich alles schön ein bisschen, ha? Aber gut. Was ist das? Was passiert hier? Hä? Was passiert hier? Was zur Hölle? Hä? Was zur Hölle, Alter? Warte mal, ist der andere kleiner? Ich glaube, mein zweiter Char ist deutlich kleiner. Guck mal. Guck mal aufs Bild. Nee, schaut nur so aus. Das Ohr ist genau auch bei dem Daumen nach oben. Hallo, was ist denn jetzt? Ich glaube, Fallout ist broken. Hallo? Warum, es passiert ja auch nichts. Hilfe? Hilfe? Ich glaube, Fallout ist kaputt. Ja, Fallout ist kaputt. Ah, I hate this. I hate this. Was zur Hölle war das? Und es nervt mich auch, dass Steam tatsächlich immer im Vordergrund bleibt, bis Fallout irgendwann an einem gewissen Punkt ist. Was zur Hölle, Alter, was war das? Okay. So, neuer Versuch, neues Glück. Mal schauen, ob wir eine neue Welt kriegen und wo man nicht gleich zwischen 500 Welten durchspringen müssen, um unseren Camp wieder aufzustellen. Was zur Hölle, Alter? Alter, das war ja jetzt gerade richtig komisch. Das war, als ob Fallout so ein bisschen verwirrt war gerade. Okay. Der Kaffee ist auch schon kalt. Also momentan mag ich auch Kaffee irgendwie nicht so. Bin nicht mehr auf Kaffee. So, den Kaffeetrip habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt jahrelang viel Kaffee getrunken. Momentan weiß ich nicht. Habe ich gar nicht mehr so Lust auf den Kaffee. Weiß nicht warum. Aber irgendwie immer noch Lust auf Kaffee. Aber nicht mehr so Lust auf Kaffee. Wir sind wenigstens direkt am Horride-Luftreiniger gespawnt. Was ja schon mal cool ist. Du fühlst dich ausgeruht. Ich sollte aber, wenn ich meine Trefferpunkte so anschaue, mal kurz ein bisschen was. Also, ich würde gerne mal einen Red Away nehmen. Dann trinke ich mal kurz ein bisschen was. Und wir essen mal einen fantastischen Opossum Bacon. Das restliche Zeug geht's gut. Vom Essen her. Horride Luftreiniger, müssten wir eigentlich, glaube ich, auch wieder Gegner hier haben. Wir waren ja auch ewig und 3 Tage nicht mehr da. Raider Punk, was? Aber der ist negativ, der ist nicht böse. Hallo! Direkte Kommunikation ist nicht mein Ding. War sie noch nie. Ich will hier einfach nur verschwinden. Irgendwo mein Funkgerät aufstellen und über die Welt von heute quatschen. Verstehst du? Ein bisschen Raider? Du verhältst dich wie ein Tier im Käfig. Ich rate mal drauf hin. Glaubst du, dass der Mottenmann unsere Träume klaut? Warum stellst du dein Radio nicht bei mir auf? Oh ja! Weil ich dich nicht kenne? Verschwinde, du Freak. Hier ist mir einfach zu viel los. Ich will hier einfach nur verschwinden. Irgendwo mein Funkgerät aufstellen und über die Welt. Ich mache mal was anderes. Ich fühle mich auch so, Mann. Ich muss hier verschwinden. Ich muss an die frische Luft. Verstehst du? Hör mal, ich habe einen Traum, der mir keine Ruhe lässt. Bin schon eine Weile mit den Leuten hier unterwegs, aber ich muss hier weg. Weißt du, was ich meine? Die
sind schon in Ordnung. Lagerloo ist auf einmal aufgeploppt. Ich will ab und zu mit ihnen rumhängen, mir die Aussicht reinziehen. Aber ich brauche Ruhe. Ich muss die Welt hören. Ich habe ein Funkgerät und ich kenne ein paar Leute. Hab einen Kumpel in Crater, einen in Foundation und noch ein paar andere. Ich kenne Leute, Mann. Für 50 kannst du pro Tag. Du kannst für 50. Warte mal, du kannst für 50 Kronkauken pro Tag bei mir bleiben. Du kannst dein Radio bei mir aufstellen, okay. Im Ernst? Machen wir so. Oh, das ist ja genial, Mann. Du hast da Platz für mich? Ja, klar. Ich brauche nicht viel. Kriegen wir hin. Nur offene Kanäle, Baby. Hier, kriegen wir hin. Funkgerät. Stell's bei dir auf. Ich mach Pläne. Ich sag meinen Kumpels Bescheid. Meiner Mutter. Deine Mutter? Stimmt, meine Mutter. Heute ist mein Glückstag. Oh Mann. Dann bis bald. Der ist creepy. Das ist ein bisschen durchgeknallt, aber hey. Gib mir dein Radio. Sag auf Wiedersehen und triff. Tut sich mal was. Die Leute im Funk werden ja sowas von beeindruckt sein. Okay. Du würdest meine Codes sowieso nicht verstehen. Warum muss ich jetzt zum Lager Lewis auf einmal? Warte mal. Was? Hab grad keine Zeit für dich. Sorry. Muss ich jetzt das Gerät bei mir aufstellen, weil hier ist irgendwie keine Mission aufgegangen? Also, ich spring mal kurz zum Camp. Scheiß auf die paar Kronkorken. Wir haben eh schon wieder 1500 Kronkorken. Was? Ich packe jetzt einfach mal das Zeug von ihm. Irgendein Radio? Wird ja irgendwo im Baumenü sein, schätze ich mal, bei mir hin. War gerade irgendwas Rotes. Letztes Mal so eine Protektorenarmee bei mir in der Wohnung stehen. Oder im Haus stehen, aber so halb im Haus stehen. Das dauert nur zu lang. Gerade, warte mal. Das war auch richtig creepy. Die haben sich auch nicht. Du konntest nicht mit denen interagieren oder sonst irgendwas machen. Hilfe. Bleischrott. Oh, nice. Bleischrott nehme ich gerne. Noch mehr Bleischrott. Baseballgranate. Aber eigentlich war es gar nicht das, was ich gerade machen wollte. Ich wollte schauen. Oh Gott, hast du mich ja gerade erschreckt. Vorsicht, kabumm. Wo ist der hin? Da war auch einer. Ah, der ist hier explodiert. Okay, der ist runtergefallen und daneben explodiert. Hä? Aber okay. Jetzt schauen wir mal wirklich nach einem Radio, was wir hier aufstellen können. So. Oh, hier. Verbündete, habe ich schon. Cool. Wo packe ich das hin? Hier habe ich ja ein bisschen schon eingeräumt. Wo packe ich denn das hin? Hier so? Raider Punk Radio. Raider Punk Radio. Butz. Baue etwas in den Werkstätten-Score. Ja, okay.
Das wollte ich sagen, wenn ich deswegen. Du kannst jeweils nur einen Werkstattgegenstand eines Verbündeten in einem Camp lagern oder platzieren. Wieso lagern? Ach so, ja, lagern. Gut zuhören ist der Schlüssel zum Erfolg. Wo ist er? Ich vergesse, nur Quests deines aktuellen sind für dich verfügbar. Okay. Wenn du kurz Zeit hast. Ja? Ich sehe, du hast mein Funkgerät eingerichtet. Natürlich, mein Freund. Ja? Ich habe aus Crater schon einen Hinweis mitgebracht. Aber erstmal erkläre ich dir, was ich für dich tun kann. Okay. Wenn ich mal hier bin. Ich werde dir das wahre Appalachia zeigen. Du hast Schwein gehabt, weil... weil ich zu einem geheimen Netzwerk gehöre, das ungewöhnliche Dinge überwacht. Und ich werde dir ein paar dieser Informationen zukommen lassen. Du meinst, außer deinen Geist und das Verständnis des wahren Appalachia zu erweitern? Also, ja. Manchmal kann man da wertvolles Zeug finden, weil die Leute schon lange einen Bogen um diese Orte machen. Ja, unser Team ist überall. Sie melden Seltsames, manchmal über Funk oder verschlüsselte Notizen und manchmal auch direkt via Medium. Ich kriege Tipps zu seltsamen Kreaturen und ungewöhnlichen Gegenständen. Hier wimmelt es nur so von Kryptiden. Auf keinen Fall. Tut mir leid. Das ist eine sehr ausgewählte Gruppe Gleichgesinnter. Dauert Jahre, ihr Vertrauen zu erlangen. Das habe ich vor dem Verlassen von Crater im Netzwerk gefunden. Dachte mir, das wäre doch mal was für den Anfang. Offenbar gibt es ein kaputtes Gerät, das für das Netzwerk hilfreich wäre, wenn wir es reparieren könnten. Ich weiß, wo es ist. Du musst es einfach nur bergen. Ich will ehrlich sein. Wie ich hörte, kommen aus einem infizierten Leichenhaufen eine Menge Insekten. Echt bizarrer Scheiß. Ist wahrscheinlich nichts mehr übrig. Außer dem Gestank und einem Haufen Blutkäfer oder Zecken oder so. Also, keine Ahnung. Nimm eine riesige Fliegenklatsche mit. Oder Feuer. Schnell rein und raus. Riesige Fliegenklatsche, Mist, die habe ich gerade verlegt. Ach, Mist. Feuer habe ich. Der Netzwerkbericht erstattet, hat hier einen zerstörten Kryptidenmonitor gesehen. Was? Vielleicht könnten wir ihn reparieren und verwenden. Kryptidenmonitor? Könnte es Schrott oder ein falsch identifiziertes Gerät sein. Aber schau es dir an. Mache ich. Wir sind nicht viele und Appalachia ist voll von bizarrem Zeug. Keine Ahnung, ob dir das aufgefallen ist. Ja, nö. Naja, viele unserer Mitglieder melden einfach, was sie entdecken. Sie überlassen die gefährlichen Untersuchungen wilden Punks wie uns. Super! Wenn du dich darum gekümmert hast, wilden Punks. Ich dir regelmäßig Tipps aus dem Netzwerk. Ich bin ein Punk. Dürfte echt cool werden. Viel Glück da draußen. Dead Sands Construction. Komm einfach später nochmal vorbei. Ich behalte für dich alles im Auge. Okay. Okay. Anpassen? Du könntest dir natürlich auch von einem Kumpel helfen lassen. Aha. Wenn du darauf vertrauen kannst, dass er seinen Mund hält. Cool, ich kann den an. Wo ist er hin? Der kann sich porten. Scheiße, der kann sich porten, der kann sich porten. Ich bin hier weg. Du machst die Baumstämme klein. Ich den Rest. Ich geh jetzt. Wo müsste ich dafür hin? Da unten. Leck mir am Arsch, das ist ja am. Sie am Rand der Welt. Ja gut, tut mir leid. Ich gehe wieder zum Horrod Luftreiniger. Wir machen da weiter. Die Welt grau in grau machen wir einfach weiter. Und dann schauen wir mal, was wir da noch so ein bisschen rausbekommen.
Hätte ich jetzt mal gesagt, ha? Hallo, Spiel. Danke. Bleib einfach mal ein bisschen auf der Snipe. Wir haben ja hier noch so einiges zu erkunden. Gibt es jetzt wieder irgendwie? Aber cool, ich habe einen Verbündeten gefunden. Tatsächlich wäre ich nie auf die Idee gekommen, hier nochmal reinzuschauen. Außer ich habe ihn halt gesehen, deswegen bin ich halt hier nochmal hin. Ansonsten wäre ich da gar nicht hin. Und es war jetzt halt auch reiner Zufall, dass ich mich hier hingeportet habe. Ich weiß nicht, was nun die besten Verbündeten sind, die... Ach, leck mir am Arsch, Mann. Die Astronauten siehst du ja relativ oft. Aber ob die wirklich... Ich fühle mich verarscht. Ob die wirklich gut ist, weiß ich halt auch nicht. Kann ich dir halt auch nicht sagen. Wir laufen aber einfach jetzt mal die Straße weiter in die City hier rauf. Da ist auch noch Zeug. Das sind drei Sachen, so wie es ausschaut. Was wir hier angucken können. Die City selbst, eine Mine und irgendwas dahinter. Ja, aber wenn ich mich nicht täusche, waren da ziemlich viele Hirnbots, irgendwie sowas, damals in der Stadt. Ich weiß es gar nicht mehr, ist halt auch schon wieder ewig hier. Ich laufe einfach mal die Straße entlang. Da. Okay, Sauf 81. So. Weiß nicht, ob wir sneaky vorgehen wollen, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich sehe ich hier schon ein paar Bauten. Aber noch nicht wirklich irgendwas von Interesse. Spiele auf den Dächern von Backlay Music. Ich habe hier instant Quests bekommen. Okay. Kann ich machen. Das bekommen wir hin. Ich würde aber gern erstmal da rumgucken, aber da ist tatsächlich nichts. Also gar nichts. War auf der anderen Seite nicht auch irgendwas? Wie komme ich denn da hoch? Warte mal, da komme ich doch irgendwie. Komme ich doch da bestimmt hoch. Lock the bot. Okay. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier. Die Stadt schauen wir uns doch mal an. So nach und nach. Backlay. Okay, was haben wir denn, wenn in Backlay? Ich höre Roboter. Ich sehe aber keine. Ah, ich sehe doch welche. Streikbrecher. Ah, da oben ist auch einer. Warum treffe ich den nicht? Der brennt hier schön. Der geht jetzt eh kaputt. Die ist einfach nicht so treffsicher. Der brennt jetzt auch. Zack. Der müsste explodieren. Ich müsste ein bisschen mehr im Versteck bleiben. So ein bisschen sneaky tatsächlich. Aber wir haben halt nur laute Waffen. Weil wir noch nicht irgendwo einen Schalldämpfer für haben. Da hat es doch irgendwo Butz gemacht. Okay. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ist aber auch nicht so dramatisch wichtig. Ah, da ist er hingeflogen. Schießt da jemand auf mich? Nein. Mich wird nicht geschossen. Irgendwo anders hingeschossen. Ist da die Mine? Vorsicht. Der hat mich doch nie im Leben gesehen. Gefahr. Hä? Von wo? Oh, meine andere Waffe. Dich habe ich gar nicht gesehen, mein Freund. Putz.
Ich sehe die halt kaum. Robohirn weg. Da waren zwei Robohirne auf einmal. Die haben mich auch gut getroffen, ha? Huh? Lass mal kurz was trinken, essen. Muss eh ein bisschen voll snacken. Ich habe ein bisschen Hunger nämlich. Und ein bisschen Durst. Die habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Nice. Was? Picknicktisch reparieren? Nein. Den hier looten. Wo ist der andere hin? Da war doch irgendeiner mit dem Ding. Der war doch besonders. Der ist doch hier irgendwo explodiert. Explodiert. Ist der hier gefallen? Respekt. Ja, das Sneaky bin ich halt einfach noch nicht so. Hä? Auf jeden Fall müssen wir da oben gleich. Cool, wir haben Level abgekriegt. Oh, 10mm Pistole brauche ich eh noch. Belohnung einfordern. Ja, die nehme ich mal schnell. Was haben wir? Einen neuen Fotorahmen. Irgendwo damit geschossen. Ja, wir haben die Ding noch nicht angeschaut. Sales Grinders. Ich gucke erstmal oben rum. Da, da, da. Bendigo. Ein Wendigo auf einmal da. Leck mir am Arsch. Was macht denn der da? Bin wieder versteckt. Nehme ich auf jeden Fall mit. Lag da auf einmal ein scheiß Wendigo. Wir gehen da gleich mal aufs Dach. Hier hoch. Okay. Hier ist nichts mehr, wir sind weiterhin versteckt. Das passt. Was ist das hier? Top of the World Project. Hören wir uns mal kurz an. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Sie Ihr Unternehmen wachsen lassen und Ihre Reichweite auf tausende neue Kunden am Tag vergrößern können? Ja, natürlich. In der spannenden Welt der Radio-Werbung im Skiort Pleasant Valley willkommen heißen. Wir senden rund um die Uhr von Top of the World und erreichen damit die Ohren zahlloser Einheimischer und Urlauber in ganz Appalachia. Deshalb einschalten und durchstarten. Ich glaube, es ist unter uns. Zum Telefonhörer, um einen Termin mit unserem Marketingteam zu vereinbaren. Ihr Geschäft wird boomen, garantiert. Ja, Mist. Das klingt so, als ob die übelst nah sind, dabei sind sie relativ weit weg. Die sind irgendwo unter uns, die Ghule. Aber der Wendigo hat mich nicht nur ein bisschen überrascht, der hat mich hart überrascht gerade, dass hier einer ist. Ich glaube, ich bin ein einziges Mal bin ich auf den Wendigo getroffen bis jetzt. Wird von oben dann ein bisschen rumsnipen. Gefahr? Wer hat mich entdeckt?
Ah, da drüben, Ghoulpirscher. Na, Etzer. Was? Hallo? Ah, leck mich. Der ist eh, glaube ich, um wirklich Damage zu machen, zu weit weg. Ich treff gerade mit der ziemlich gut Köpfe. Was ist denn heute los? Ich glaube, wir sind hier noch nicht ganz alleine. Irgendwas ist hier noch. Protest, Chosen, Blutschild. Okay, nehme ich mal mit. Wir sind auf jeden Fall auf Vorsicht. Das heißt, irgendwas sucht uns gerade. Jetzt sind wir versteckt. Hier ist aber nix. Hier ist an sich nichts mehr. Hier sollen wir da mal gleich was spielen. Nee, der ist kaputt, der Roboter. Hier sollen wir was spielen, hier sollen wir was spielen. Okay, kriegen wir hin. Dann spielen wir mal. Bam, 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 bam. Akustikgitarre. Ah, Werkbank, machen wir auch gleich mal klein. Die ganze Zeit sneaky und dann spielen wir Gitarre. Ich weiß nicht, wir spielen jetzt einfach mal ein Stück. Fordere einen staatlichen Airdrop an. Da brauche ich ihn das auf einmal. Bis wir den Buff kriegen. Haben wir den Buff bekommen? Okay, Gegenstände verwerten. Gesammelten Schrott bitte einmal verwerten. Dann 10 mm Armbrust. Cool. Aber wir haben nur, glaube ich, einen Armbrustbolt. Aber den könnten wir. Gleisgewehr. Kampf. Scharfschützengewehr. Okay. Die könnte man tatsächlich eigentlich mal aufheben. Wobei, komm, mach klein. So viel zum Raider Power hatte ich gerade gehabt. Roboter. Okay. Alles nicht so schlecht. Okay, wir machen mal weiter. Ich glaube, hier oben sind wir jetzt alleine. Wir machen mal oben schnell die Sachen spielen. Ich sehe jetzt aber hier links und rechts nichts, worauf ich schießen könnte. Doch hier hinten ein Raider Deep. Der soll mir aber relativ mal egal sein. Hier habe ich einen Ghoul weggemacht. Sonst wo was? Nö, gar. Hier habe ich einen erwischt. Mal ein bisschen rum, aber tatsächlich finde ich hier auf der Straße nichts. Also ich sehe halt wirklich nichts auf der Straße. Irgendwo rumläuft. Ja gut, dann spielen wir mal Steel-Gitarre. Was ist der Unterschied zwischen der Steel-Gitarre und Akustik-Gitarre? Ach, das ist eine aus Metall. Reicht das schon? Ich glaube nicht, dass wir den Buff nochmal kriegen, gut gelaunt. Jo, hat gereicht.
Leck mich am Arsch, schieße ich da die ganze Zeit ins Holz rein oder was ist los? Okay, der war vorbei. Da war ich doof. Jetzt kommt er nicht mehr ins Sichtfeld oder was? Krass, der hat aber ordentliches Zeug jetzt gehabt. Plastikteller. Ich nehme immer noch Plastikzeug ein bisschen mit, weil wenn wir mal wieder irgendwas zu viel haben, würde ich halt wieder die Großmengen verkaufen, tatsächlich. Da ist halt wirklich weit und breit nichts. Irgendwie gefühlt Sensormodul, nice. Bisschen verzögern tut es gerade wieder alles ein bisschen. Die ganze Zeit vorsichtig und was weiß ich jetzt. Bum, 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 bum. Ist hier irgendwo was mal auf der Straße, wo ich sage, hey, ich kann mal ein wenig rumsnipen? Das Ding piept da hinten halt noch vor sich hin, aber nö. Na doch, hier, guck mal. So, da haben wir das letzte Ding, wo wir mal spielen sollten. Wo geht's hier hin? Ah, da ist das, wenn wir hier weiter hochgegangen wären, okay. Unten haben wir halt noch nicht durchgeguckt, aber jetzt haben wir nochmal so einen Streikbrecher-Roboter gefunden. Nummer 2. Die finde ich nämlich tatsächlich am nervigsten. Voll hingerannt, weißt du? Noch irgendwo so Streikbrecher-Roboter? Also die Hirnbots mit dem Strom und alles. Finde ich hart nervig. Sonst sehe ich jetzt, ob ich so, wenn ich so runterschaue, tatsächlich nichts irgendwo Anstrengendes. Der ist zum Beispiel auch schon kaputt. Hier sind sie immer wieder aufgespießt, die Roboter. Ah, spielen wir mal Banjo. 60 Kronkorken. Okay, das ist wirklich... Bring. Finde ich tatsächlich in Ordnung. So, haben wir hier noch irgendwas? Ist das ein Ghoul? Das war einer. Wir gucken mal da hinten natürlich auch noch ein bisschen rum. Also zum Beispiel, was hier rot blinkt. Ach so, das ist die Werkstatt. Gucken wir uns hier, da sind ja noch Häuser und was weiß ich, aber ich will erstmal die Stadt so ein bisschen anschauen. Wenn wir zum Beispiel jetzt übelst abgekürzt haben oder halt auch oder die Etage unten, wo ich gesagt habe, die gucken wir uns dann an. Geht's hier irgendwo runter? Ja. Wenn ich runterspringe. Haben wir uns ja gar nicht angeguckt. Weil ich ja direkt nach oben gerannt bin eigentlich. Das sind halt viele, viele Ghoule. Werden die als Streiker, Streikdinger erkannt von den Robotern? Als Streikbrecher? Ist hier was? Nö, gell. Also wieder Chup-Uiche. Da runter. Runter mit uns. Hier geht's auch noch wieder raus. Können wir hier auch mal rumgucken. Mr. Gazi ist Streikbrecher. Gucken wir mal kurz hier rein. Hier ist was Schwebendes. Was zur Hölle war das für ein Geräusch?
Der ist explodiert. Da sind die Toiletten. Schauen wir mal rein, machen wir mal auf. Perfekt. Cool, eine Teerbeere und Bier. So, da oben waren wir ja eigentlich schon überall. Ich guck mal weiter rum hier. Im Geschäft habe ich ja wegen dem Geräusch ziemlich abgebrochen. Und zack, ist es wieder das Gleiche? Haben Sie sich schon mal gefragt, ja, ist es. Spannenden Welt der Radiowerbung im Skiort Pleasant Valley willkommen heißen. Wir senden rund um die Uhr von Top of the World und erreichen damit die Ohren zahlloser Einheimischer und Urlauber in ganz Appalachia. Deshalb einschalten und durchstarten. Greifen Sie zum Telefonhörer, um einen Termin mit unserem Marketingteam zu vereinbaren. Ihr Geschäft wird boomen, garantiert. Jetzt Werbung in Pleasant Valley schalten. Gucken mal hier noch ein bisschen rum. Die Stadt gehe ich auch gleich nochmal rein. Die habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ich gucke mich gerade mal hier so ein bisschen um und arbeite mich mal so durch. Wir haben noch ein bisschen was zum Erkunden und Entdecken. Zum Beispiel diese Kirche hier. In die wir nicht reinkommen. Hier haben wir ja ein Ghoulbecke. Weggesniped. Und die anderen zwei haben wir halt einfach mal nicht gesehen, ha? Huh? Ja gut, auf dem Friedhof Gule. Ist auch irgendwie so passend. 45er haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Schuss, zumindest dabei. Was aber nicht schlimm wäre, für die andere hätten wir halt auch noch 500, 600 Schuss. Okay, warte. Nee, das ist kein Ghoul. Ist da ein Ghoul drin? Definitiv. Hier geht's nicht drauf. Bergbauhelm. Nehme ich einfach mal mit. Darf ich mal drücken? Gibt's da irgendwas Sinnvolles? Wieder das Top of the World Werbepaket. Den Safe, den nehme ich auf jeden Fall mit. Affen. Ja, ich hoffe, wir haben gleich mal was zum Kleinmachen, weil sonst sind wir gleich wieder überladen. Ich glaube, die Bergbauhülle, das ist halt über Metall mit, nicht Metall, sondern hier schaut komisch aus. Nice. Lager. Aber nichts zum Kleinmachen. Ach, ich nehme die Kaffeetasse mit. Okay, dann haben wir das Häuschen hier auch mal angeschaut. Ist hier oben noch was zum Gucken? Ja, das ist noch so ein Wohnwagenpark. Dann gehe ich da gleich mal hin. Ich bleibe aber erstmal hier noch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Werkstatt hole ich mir nicht, weil es ist sinnfrei. Ich auch, weiß auch nicht, was es hier ein bisschen gibt an der Werkstatt. Also wie so ein Minenschacht. Da wäre halt cool, wenn sie so ein bisschen reinlaufen könnte in den Minenschacht hier. Keep out. Okay. Meine Mutter schreibt mir, ich glaube, es schneit bald. Ja, das könnte schon sein. Wir haben Goldader, cool. Wir haben. Was gibt's denn? Wird es denn in der Werkstatt geben? Gold, Wasser. Kristall, Öl und Essen. Ja gut, alles. Ich sag mal, bis aufs Öl. Ja gut, Öl habe ich auch mega viel. Also nichts
wo ich irgendwie einen Mangel habe oder so. Und von allen eigentlich genug. Muss man halt wirklich sagen. Wir haben von allem eigentlich genug. Ich gucke mich weiter jetzt mal wirklich in der Stadt hier noch um, bevor ich in den Wohnwagenpark darauf gehe. Ich denke aber, hier soll tatsächlich nichts mehr sein oder nicht mehr viel. Weil wir hier tatsächlich überall waren, bis auf hier in der unteren Etage. Wo ist der Ghoul hin? Indurist. Okay, Grafikfehler. Backfett. Habe ich eine Pilze, ein Bierchen nehme ich immer mit. Irgendwo muss hier doch noch cool sein. Terpentin. Mhm. Weil gehört habe ich einen. Aber trotzdem, der Wendigo hat mich hart überrascht da oben. Damit habe ich nicht gerechnet. Meiner Meinung nach ist halt der Wendigo ein verdammt starker Ghoul. So wie er ausschaut zumindest. Der passt so ein bisschen hier rein zu den Ghoulen. Silberteller. Dinnerteller. Bratpfanne. Nehmen wir einfach wieder alles mit ein bisschen. Ich glaube, da war ja oben eh klar was zum Kleinmachen. Neben dem Banjo. Hä? Hier muss nur noch irgendwo ein Ghoul rumflacken. Oh, Haklammerbox, die habe ich vorhin übersehen. Stimmt, da habe ich mich nur zurückgezogen. Mal kurz. Die Richtung sind wir nicht rausgegangen, gell? Aber da ist jetzt auch nicht so viel gerade zumindest. Ich könnte mal kurz mich hochhealen, indem ich mal kurz was esse. Tschup. Danny Boy Äpfel. Und ist Vorkriegsnahrung. Und mal kurz ein bisschen was trinken. Ja, ich esse eigentlich nur Vorkriegsnahrung. Weil es halt einfach mehr als genug davon gibt. Also ernsthaft? War hier nicht irgendwo ein Ghoul? Ich gehe nochmal rauf. Also jetzt nur, um schnell an die Werkbank zu gehen. Hier neben dem Banjo. Mein Zeug zu zerlegen, dann gehen wir wieder runter. Ah, ein bisschen Gewicht hätte man noch gehabt, aber hey. Scheiß drauf. Prozessschild, ich bin kein Roboter. Ja. Wenn du ein Kommt drauf an, wenn du ein Roboter. Wenn ein Roboter das hochhält, würde ich sagen. Schmierig. So, da haben wir wieder ein bisschen Zeug klein gemacht. Aber tatsächlich, denke ich, gibt es hier jetzt nicht mehr wirklich überhaupt was, was uns interessieren könnte. Noch mal kurz den Sprung dahin. Weil hier geht's auch nur wieder raus. Ich denke, hier ist nichts mehr, was uns interessiert. Nö. Dann gehen wir rauf in... ehemaliger Raider? Der rennt aber weg. Wovor rennst du hin? Ich renne dem hinterher. Mal schauen, ob ich den krieg. Ich lauf dir mal hinterher. Wo rennt der hin?
Kristall. Da läuft noch irgendwer oder was? Ich stelle mich mal kurz auf die Rutsche. Ihr hört das auch. Also einmal war ja gerade das. Da. Wieso treffe ich dich nicht zur Hölle? Okay. Weiter geht's. Kristall ist aber in der Werkstatt gar nicht angezeigt worden. Frage, was war denn mit dem ehemaligen Raider da auf sich? Ich konnte nicht mit ihm interagieren oder sonst irgendwas? Also habe ich mir gedacht, ja, Raider ist Raider. Pff, weg. Weg damit. Hat mal Menschen gekillt. Katzennapf? Ach komm, vielleicht kriegen wir mal eine Katze. Läuft uns zufällig zu. So, da oben ist jetzt ein Wohnwagenpark. Der sehr verteidigt ausschaut. Tatsächlich. Was ist denn das? Ach, das ist Thomas. Schaut Raider-technisch verteidigt aus. Supermutanten-technisch. Nimm's zurück, warte. Ich würde gern zu dem gehen. Oh Gott, ich krieg die Krise, wenn ich das höre. Was ist denn der von gerade eben, den ich weggemacht habe? Ja. Weil die Floater echt komische Geräusche von sich geben. Wir laufen dann natürlich dann mal in die Richtung hier rauf. Aber ich würde sagen, rotzen wir gleich mal da rein, ha? Ich sehe noch nicht. Ich glaube, wir haben alle. Da sehe ich, habe ich so ein bisschen Schiss immer. Vor allem mit einer Raketen. Kultistenklinge, das nehme ich mit. Oder mit einem Raketenwerfer. Das muss ich ja eher sagen.
Echt, also den mit Raketenwerfern, da, den traue ich nie. Weil so eine Rakete in die Fresse tut weh. Oder Mini-Atombombe, Alter. Möchte ich auch nicht unbedingt ins Gesicht haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle. Die waren nur zu viert hier. Zumindest soweit, wie ich es jetzt sehe. Ja, die anderen waren dann hier oben. Da laufe ich dann auch gleich mal rauf. Ich mache erstmal hier unten weiter. Bewegt sich eigentlich weit und breit nichts mehr. Aufbereitetes Wasser, Speiseöl. Minigun. Habe ich Minigun-Munition? Nur mal so. Auch wenn ich kein Freund von der Minigun bin. Level 35. Halt mega schwer, kommt das liegen. Mal schauen, ob ich hier irgendwo gleich eine Werkbank finde oder so. Wir sind echt ein bisschen überladen. Oder echt gewichtstechnisch wieder kritisch unterwegs eigentlich. Kommen wir mal wieder raus. Gehen nach oben, aber ich denke, ich sehe hier tatsächlich keine Werkbank. Gucken wir noch in den Wohnwagen? Ein bisschen Wohnwagen. Hey, wir könnten was kochen. Skischwert-Mod, okay. Fand ich tatsächlich damals auch nicht. Ich bin kein Freund von. Also ich, tatsächlich möchte ich eine Nahkampfwaffe schon haben, die ist schnell und alles. Wie habe ich ihn dich kaputt gekriegt? Hat der dich mit der Rakete getroffen und dadurch war er down? War schon so friendly fire-like? Kann ich nochmal eine Granate hinwerfen? Hab ja genug. Ah, zu weit. Bleiben drin. Da vorne ist noch was ich dann gleich mal schauen kann. Hier oben ist gar nichts. Okay. Enttäuschend. Hundenapf, Hund für den Hund. Ist hier das Ende von der Map? Weil hier der Zaun aufgestellt ist. So ein Zaun steht halt immer am Ende von der Map. Von der Fallout-Map. Egal, ob es jetzt Fallout 4 oder Fallout 76 war, den gibt es hier auch außenrum. Okay, dann haben wir alles. Würde ich tatsächlich einfach mal... Wo geht die Straße hin? Die geht dann hier hoch. Habe ich was in die Richtung noch? Da ist das Minending, das haben wir schon gesehen. Hier ist auch was, aber ich glaube, da komme ich dann hier über die Straße entlang mit hin. Also laufen wir mal ganz normal weiter. Gucken uns über so ein bisschen um. Ob es hier irgendwas gibt, was Schönes. Jobs. Jobs gibt's hier, okay. Bin gerade leider nicht arbeitslos. Oder leider. Ich bin nicht arbeitslos. Möchte ich das sicher auch nicht werden. Man before Machine. Machine? Man before Machine, ah. Jobs. Da, da, da. Ich hab doch vorhin hier irgendwo einen Gatzi gesehen, den suche ich gerade. Ach, jetzt bin ich da. Oh nö. Da bin ich ja jetzt. Da will ich aber nicht hin. In der Stadt bin ich jetzt. Das Problem ist, in der
Was ist denn da? Sendet. Ach, den. Guck mal, den Sendeturm haben wir auch noch nicht. Muss ich mal irgendwann holen. Ja, da in der Mitte ist halt auch noch. Was ist das für ein Kreis? Den wollte ich eigentlich schauen. Finde Dutches Versteck? Aha. Okay. Woher wissen wir das dann immer, dass hier ein Versteck ist? Tatsächlich, hier sind die Maulwurfsviecher. Hart vertreten, deswegen mag ich die nicht. Die Stadt hier. Die chillen halt auch mit Raketen zum Beispiel. Aber wo, ich sollte vielleicht mal kurz essen, trinken. Aber da oben ist auch ein Bahnhof. Daher gebackene Blähfliege. Ja, gut. Wir sind voll gesnackt. Also hier sind auch die Maulwurfviecher. Da habe ich halt sowas von keinen Bock drauf. Weil die auch mit Raketen chillen und so. Oh Gott. Aua. Bin ich hier hingefallen? Da bin ich doch gar nicht hin. Wo bin ich? Hä? Hilfe! Ich laufe jetzt einen normalen Weg hier. Was ist denn das? Ascherose. Da bimmelt auch was. Ascherose. So, dann gehe ich mal kurz über die Snipe und schau mal hier so ein bisschen rum, wo die rumstellen, weil da habe ich nämlich auch keinen Bock zu. Weil die sind nämlich auch gern mit Raketenwerfern und was weiß ich alles ein bisschen unterwegs, die Kerle. Was ist denn das? Schaut aus wie... Guck ich mal hin. Kampfbot. Kampfroboter. So ein großer. Jo, war mal einer. Den habe ich gut erwischt. Und schnell vor allem. Bin hier fast schon stolz auf mich. Nichts drin. Buffhut. Oh, das, ja, hey, der war cool. Ich glaube, die sehen auch mega gut und alles. Also, sich vor denen zu verstecken, ist schwierig. Die haben alles mit. Weil ich weiß, dass da oben ja... Irgendwas hat mich. Im Blick. Aber ich sehe nichts und das Wett sieht nichts. Ja, die Dinger sind mega aufmerksam und alles. Die sind, ich finde sie krass und cool als Gegner. Aber ich finde sie halt, wenn die dann mit einer Raketenwerfer oder sowas dir entgegenstehen, hast du halt echt ein Problem. Weil die kriegen, die merken deutlich vor denen. Also du, sie sehen dich, bevor du sie mitbekommst. So rum passt es besser. Ich sehe sie gefühlt halt auch nie. Ah, da hinten ist er. Da oben. Sag ich doch, da kommen sie mit einem Raketenwerfer an. Und dann hast du echt ein Problem.
Dann kommt da noch ein Leuchtender. Da müsste irgendwo gleich einer angerannt kommen. Wir sind nur noch auf Vorsicht runtergesprungen, nicht mehr auf Gefahr. Das heißt, er ist noch irgendwo auf Suche nach uns. Aber eigentlich haben wir die alle ziemlich gut angehittet. Irgendein Viech sucht uns noch. Da gehe ich dann lieber auf die, weil die ein bisschen präziser ist. Die handgemachte. Ich schaue trotzdem, dass ich so lang, wie es geht, versteckt bleibe. Einfach um so ein Sekündchen sicherer zu sein. Aber die haben uns... Wir haben zwar die Rakete direkt ins Gesicht geschossen gekriegt, aber... Oder halt fast ins Gesicht. Sind trotzdem noch gut weg davon gekommen. Alter, wir sind hart zu schwer. Aber das ist hundertprozentig auch der Raketenwerfer. Viel der Raketenwerfer. Ich bin halt eigentlich überhaupt kein Freund von denen. Ich habe auch mal meinen Raketenwerfer genommen, weil die Gegner so richtig, muss man sagen, in Fallout den Raketen ausweichen. In Fallout 4 halt gar nicht. So, wir könnten was trinken. Ich nehme abgekochtes Wasser. Ich weiß, das Aufbereitete würde uns mehr heilen, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Irgendwo ist noch einer. Ich höre ihn. Schnaufen, grunzen, was weiß ich, hören. Habe ich ihn. Aber wir sind wieder safe, versteckt. Oh, ein Kürbiskuchen. Cool. Also in echt tatsächlich mag ich Kürbis gar nicht. Ich mag den Geschmack gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Laterne nehme ich mit. Ist hier oben noch irgendwo einer. Ich hatte es tatsächlich, ich glaube, das erste Mal, wo ich hier war, bin ich hier losgerannt, bin ich hierher gekommen. Und ich hatte hier, genau an der Stelle, da gegenüber, also der stand da, einen mit dem Raketenwerfer. Fand ich unfair. War nicht nett. Weißt du? Raketenwerfer ins Gesicht. Ich glaube, jetzt haben wir aber so gut wie alle hier. Denke ich. Denke ich. Denke ich, denke ich, denke ich. Schaut doch gut aus. Was haben wir ein bisschen? Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das schaut komisch aus. Da oben ist der Bahnhof. Dann nehme ich die Stadt hier noch mit und dann laufe ich darauf. Ja, ich denke, wir müssen uns nicht mehr verstecken. Ich denke, jetzt haben wir alle. Den haben wir. Den haben wir. Irgendwer piept da ziemlich nah an uns. Wir haben hier unten auch ein Versteck, was wir noch finden müssen. Ich laufe mal schnell darauf. Au! Das Piepen verfolgt uns heute. Das ist der zweite. In einer Stunde. Weiß nicht, gefühlt hast du ab und an gar... Der hat Augenraketenwerfer gehabt. Leck mir am Arsch. Tod von oben. Pumpgun.
Haben wir hier jetzt noch irgendwo einen? Die mit Raketenwerfer, von denen habe ich halt hart Respekt. Tod von oben. Lass mich... Oh, hier! Hier! Okay. Stimmen und säubern, ah. Danke für Ihre Kooperation. Wo blinkt's denn hier rot? Keine Ahnung. Aber wir wollen eigentlich hier das Versteck suchen von dem. Ich habe so ein bisschen den Verdacht. So ein bisschen ein Verdacht. Kann ich hier hochlaufen? Nee. Ist hier... Ach, das ist hier hinten. Hier. Sag nicht der Briefkasten, ne? Hier ist es irgendwo. Das Versteck. Ich hab's gefunden. Dutchess Versteck. Jetzt muss ich aber wieder rauflaufen. Gut. Da war's. Ich sehe einen Grafikfehler. Hier, ein lila Steinchen. So, wir gehen wieder rauf. Wir haben hier jetzt noch tatsächlich da den Bahnhof zu holen. Und da dann vielleicht auch mal kurz unser Zeug ein bisschen auszumisten, klein zu machen und allen drum und dran. Hier, guck mal. Da ist er. Nehme ich einfach mal mit. Standort Charlie. Gehen wir mal zu dem Bahnhof. Tatsächlich ist das zum Beispiel ein Bahnhof, wo ich überhaupt ungern hingehe, weil gefühlt jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich so einen Scheiß. Aber auch die Maulwurfsmenschen da. Munitionsautomat. Nö. Also ernsthaft, gefühlt, wenn ich jetzt mal hierher gehe. Hast der kein Automat zum Kleinmachen? Pleasant Valley. White Spring. Station RNG. Bogota. Sunnytop. Station Morganville, den kennen wir schon. Grafton. Sutton kennen wir schon. Charleston kennen wir schon. Lewisburg. Und das ist die, wo wir gerade sind. Welch oder welch. Jetzt hätte ich natürlich mal rausschauen können, weil die ja wirklich... kann man sagen, einen Meter vor mir eingeschlagen ist. Grubenhauer Aufseher, da ist noch einer. Nimm die. Sogar noch drei. Da pennt einer. Ich habe hier noch einen gehört. Vor allem ich habe jetzt gerade die Luft angehalten. Beim Schießen. Mit dem unterhalten wir uns gleich. So, lass uns mal kurz unsere Waffen. Was haben wir denn ein bisschen eingesammelt? Grubenhauer-Handschuh, okay. Das ist schon wieder einiges Repetier. Koltistenklinge auf jeden Fall weg. Leichtes Maschinengewehr.
Wir haben zwei Raketenwerfer sogar. Doppelläufige Schrotze. Weg. Gewehr. Pumpgun auf jeden Fall. Gut. Wir brauchen noch so ein bisschen Zeug. Wir sind jetzt tatsächlich wieder zu leicht. Oder halt wieder leicht genug. Haben wir sonst noch was? Weg, 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 weg. Todeskrallenklaue? Okay, ich würde schnell mal hier noch die drei hier einsammeln, die ich hier platt gemacht habe. Da ist einer. Da ist der andere. Wieder zu schwer. Das war auch irgendwie wieder klar. Und hier unten war noch einer. Und dann gehen wir wieder rauf und machen. Da ist noch irgendwo einer. Uns richtig leer. Nice. Ich höre noch einen laufen. Das sag ich doch. Er hat sogar auch schon wieder einen Raketenwerfer gehabt. Aua. Raketenwerfer habe ich so gar nicht. Hilfe, ich war kurz in einer Textur. Raketenwerfer habe ich so gar nicht Lust zu, gell? So. Ah, guck mal. Da ist was, wo ich hin wollen würde. Müssen wir aber eh noch hin, denke ich. Ist hier noch was? Hier müssen wir auch mal kurz hin. Für den nächsten Tagebucheintrag. Dass die sich nicht gegenseitig anhätten. Das gibt's doch nicht. Ich rechne so ein bisschen Flugbahn mit ein. Ich muss anscheinend genau schießen, wenn der mit dem Kopf drüber ist. Gibt's doch nicht. Achtung, Bürger. Schon wieder? Ein Atomschlag steht bevor. Aber nicht auf meine Seite. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Danke für Ihre Kooperation. Die haben mich gesehen. Ja, komm schon, bleib doch mal stehen. Ich habe eh alle Zeit der Welt mit der Waffe. So, ich würde sagen, jetzt ist Ruhe. Laufen wir einfach mal rein. Ich weiß, einen gibt's noch. Einen gibt's noch. Wir gehen dann, wenn wir hier das erkundet haben, gehen wir wieder runter und dann machen wir uns leer. Weil, guck mal, das ist sogar hier. Zack.
Die sind schwer, denke ich. Raketenwerfer ist schwer. Okay. Ich nehme einfach mal alles mit, weil wir, hier können wir uns relativ schnell wieder unser Zeug klein machen. Tatsächlich nehme ich einfach mal alles mit, weil es uns nicht wehtut. Aber wenn hier jetzt noch irgendwo einer sein sollte, denke ich, ist das das geringere Problem. So, Kampfflinte. Der von hier ist, keine Ahnung, wo der ist. Nehmen wir, was wir hier weggesniped haben. Liegt hier einer? Nö. Da ist einer. Ist ja egal, ob wir jetzt gerade zu schwer oder überladen sind. So. Die Grubenhauer haben aber auch, glaube ich, alle die Grubenhauer-Handschuhe, ja? Impro-Revolver. Das ist also überhaupt nicht meine Waffe. Revolver. Gut. Das ist der nächste Tagebucheintrag. Von unserer Chefin sozusagen. Da haben wir auch noch keine Mission von ihr weitergemacht, gell? Müssen wir auch uns mal ein bisschen drauf fokussieren. Auf Missionchen. Aber ich arbeite einfach halt irgendwo gerade rum. Hören wir uns an. Oder wo? Nicht alle Worts waren dafür bestimmt. Das nicht Programm hinten. Zur Erhaltung der Gesellschaft. Ich sollte davon gar nichts wissen, aber als ich es herausfand, Evan wollte, dass ich es der Presse erzähle, aber ich tat es nicht. Ja, Experimente an Wortbewohnern waren unethisch, aber das Ziel am besten geeigneten Personen für die Neubevölkerung zu finden, Menschen in Extremsituationen zu verstehen. Was, wenn das unsere einzige Möglichkeit war, zu überleben? Wir können nicht jeden retten. Das hatten sie uns immer gesagt. Mhm. Und ich dachte und denke immer noch, dass sie recht hatten. Vortec fand heraus, dass ich es wusste. Ich dachte, man würde mich feuern oder einsperren. Doch stattdessen vertrauten sie mir. Wort 76 sollte ein Kontrollwort sein, kein Experiment. Ich war so erleichtert, aber sie sagten mir, dass ich Wort 101 zugewiesen werden würde, in Washington DC. Ich musste West Virginia und meine Familie verlassen. Das konnte ich nicht hinnehmen, ganz gleich, was dafür nötig war. Es tut mir so leid, Evan. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich eine andere Entscheidung getroffen hätte. Gemeinsam in diesem Haus zu sterben, als die Bomben fielen. Ich habe nie aufgehört, an dich zu denken. Und ich gebe nicht auf, bis ich herausgefunden habe, was passiert ist. Wenn du nicht hier bist, gibt es nur einen Ort, an dem du sein kannst. Im Bergwerk. Ja, unsere Kiste ist... Achso, der hier. Mit dem reden wir mal. Kannst du schnell machen? Ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu reden. Was bist denn du für einer? Du willst gegen mich kämpfen? Nur zu. Mir egal. Sind die alle respawned? Ich glaube, die sind alle schon wieder respawned. Ja, die sind alle respawned. Na geil. Eine Baggerrüstung. Wenn du was brauchst, frag den Roboter da drin.
Kannst du schnell machen? Lieber nicht, aber wenn du mich dann in Ruhe lässt, erzähle ich dir vielleicht ein bisschen was. Ich heiße Dylan. Ich war Bergarbeiter, bevor die Roboter uns die Arbeitsplätze weggenommen haben. Ich wurde hier geboren und ich will hier auch sterben. Obwohl die Arbeit härter war, ist ehrlicher Schweiß besser als diese Blechkübel. Das hat Charakter aufgebaut. Und jetzt sieh dir an, wo wir stehen. Die Leute töten sich für verdammten Mist wie Zuckerbomben, nur um zu überleben. Darf ich mal kurz reinwerfen? Hier möchte ich nicht arbeiten. Siehst du nicht, dass ich Rentner bin? Also lebe ich auch wie einer. Ich entspanne mich hier. Bei Luftreiniger und alles. Und warte auf das Ende. Wir sind ja eh schon Luftreiniger und ich glaube, eine Firma würde nicht einfach Luftreiniger aufstellen, wenn sie nicht, ja, gezwungen werden würde. Hat er die alle jetzt weggemacht? Danke. Ich handel mal mit dem Kollegen hier. Handeln. Weil unsere Kiste ist voll. Tatsächlich. Was nicht schön ist. Und wir sind auch voll. Appalachili. Aufbereitetes Wasser. Bärenmentats. Mal kurz ein bisschen durchhandeln. So ein bisschen zumindest, dass unser Zeug mal so ticken leerer wird. Nee, gut, das nicht. Insta-Püree auch nicht. Kartoffelchips. Kürbiskuchen. Ich tue halt gerne alles weg, was verrotten kann. Decken Sie sich ein, solange Sie einfach mal. Sammle Kronkorken, okay. Kriege ich jetzt erst den Score. Melone. Nuka Cherry. Nuka Cola. Pfeffer. Psycho. Buffhut. Ich glaube, wir müssen dann auch mal schauen, was wir in der Kiste ein bisschen wegpacken sollten. Ja, wobei, Red Away verdünnt hebe ich mal auf ein bisschen. Salisbury Steak, nein. Salz. Spritzkuchen, weiß ich nicht. Stealth Boy weg. Nutze ich eh nicht. Terbeere. Traubenmentatz. Whisky. Wodka. Zucker, ne? Zuckerbomben. Was ist denn so hardcore schwer bei uns in der Kiste? Weil die ist halt auch voll. Die ist halt voll. Wagen Sie sich nicht ohne die nötigen Vorräte ins Ödland. Unsere Kiste ist halt hart voll und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wasseraufbereiter hätte der gehabt. Holzstühle, Baseballschläger, irgendwas Interessantes für mich? Willkommen, großer Generator. Nee, brauche ich auch nicht mehr. Jagdgewehr. Das Bauplan Jagdgewehr wäre halt alles cool. Nachtsicht Zielfernrohr. Verschluss verbrannte, nee, 38er Verschluss, nee. Das ist eigentlich alles cool, aber weiß ich nicht. Tatsächlich. Lasergeschütz. Lasergeschütz? So eher Laserpistole. Leichtes Maschinengewehr, MG42. Ist teuer. Okay, Maschinenpistole, Nudelholz. Der hat cooles Zeug. Er hat auch viel. Schau mal, was der alles hat. Der hat wirklich viel. Aber ich glaube, das wird für uns tatsächlich keinen Unterschied machen. Ach, der trinkt gerade. Ob wir da jetzt dorthin gehen oder nicht. Ach, guck mal, der rennt da. Den habe ich nicht mehr gekriegt. Ich würde sagen, ich springe einfach mal zum Camp. Schau mal in meinem Camp, ob ich irgendwas ein bisschen rausmachen kann, weil ich habe
einfach die Kiste voll. Ich hab die Kiste voll, das ist nicht gut. Die ist einfach randvoll. Ich glaube mit einem Haufen Schrottzeug, was ich gar nicht brauche und was weiß ich, da gucke ich jetzt mal durch. Ganz entspannt. Während hier rumgeschossen wird. Ich würde aber zuvor mal kurz ein Päuschen machen. Kurzes Päuschen. Oder, ach komm, scheiß drauf, immer noch ein bisschen und dann machen wir erstmal alles. So Zeug hier zum Beispiel würde ich halt einfach nehmen, um ein bisschen zu verkaufen, um Kronkorken zu kriegen weiterhin. So ein paar. Ist zwar Kleinviech, aber Kleinviech macht auch Mist. Bedien dich. Kleinviech macht ja auch Mist. So, schauen wir mal, was wir durchkochen könnten oder ob wir was zum Kochen haben. Fangen wir erstmal da an. Einfache Ascherosentee, ja, können wir machen. Leuchtpilzsuppe können wir machen. Nichts mehr, okay. Dann schauen wir mal kurz den Klassiker durch, ob wir hier irgendwas im Schrott so Einzelzeug haben. Nö, gar nichts. Oh, gar nichts. Achso, ich wollte keine Munition herstellen. Ich wollte Verwerten mal kurz machen. Gar nichts. Habe ich irgendwas? Nö. Habe ich nichts, gell? Nee. Okay. Verbrannte Erde? Das will ich doch gar nicht. Hat ein Ende gefunden. Besiege? Hä? Okay. Könnten halt wieder Schießpulver und was weiß ich. Ja, guck mal, da können wir doch ein bisschen was machen. Aber auch nicht viel. Schießpulver könnten wir halt noch ein bisschen machen. Ich möchte aber gerade keine Munition machen. Ja. Ich halt wirklich nichts mehr rein. Ah, guck mal, ich habe hier noch so eine Brandachse des Fanatikers. Aber die wiegt auch nur 3. Das wird uns tatsächlich nicht wirklich was bringen. Hilfsmittel, guck mal. Ich habe hier gar einen Haufen Zeug drin. Pass mal auf. Ich nehme das mal alles mit. Dosenkaffee, Fleisch und Bohnen. Red Eggs, Red Away, Stimpak Super, verdorbene biologische Flüssigkeit. Hebe ich das verdorbene Zeug, okay. Bringt mir auch alles nichts. Kupfer. Schießpulver. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, gewichtstechnisch ist es auch nichts. Das hier müsste halt auch alles gewichtstechnisch nichts sein. Wenn ich mir das so anschaue. Ich glaube, das ist viel vom Gewicht her. Die ganze Munition und so. Mini-Atombombe oder so, aber ich kann die ja nur hier irgendwo verkaufen. Oder halt fallen lassen. Weißt du? Krieg ich da jetzt noch ein bisschen was rein? Okay, mein Schrott ist drin. Pass mal auf. Dann mache ich mal kurz auf Herstellen. Dann schauen wir mal, dass wir irgendwelche Großmengen machen, damit wir unser Schrott mal ein wenig ausmisten noch. Weiter. Großmengen. Aluminium 200. Blei auf keinen Fall. Dünger nein. Federn nein. Glas stelle ich mal ein bisschen her. Ich gehe da mal auf 400 runter. Oder so auf, dass ich überall maximal 400 habe. Keramikschrott. Auch mal so 2 Stück. Kleber nein. Knochensplitter nein. Kupfer, Leder, geformtes Plastik schaue ich wenn dann nach. Stahl haben wir wieder ziemlich viel. Gehe ich auch mal so auf 400 runter. Stoff habe ich auch sehr viel. Lose Zahnräder, nee. Überschüssiges Öl. Auch sehr viel. Ich weiß halt nicht, ob solche Großmengen tatsächlich
Plastik. Ob die tatsächlich leichter wären. Ich pack mal die da rein. Schrott. Große Menge Glas. 0,19. 0,01. 15 Glas. Ja, 0,01 von allem oder 0,1 von allem? 190 Gewicht haben wir jetzt. Ja, okay, alles. Okay. Zwanzig Gewicht. 9 Gewicht. Ne, ich glaube, die sind genauso gleich schwer, wenn nicht sogar schwerer. Aber eins davon hat 15 Glas, das sind 150 Glas. Das heißt, und ja, da sparen wir uns gar nichts. Wäre zu viel Arbeit. Jetzt haben wir aber wieder ein bisschen Gewicht mehr. Nehme ich mal das hier noch mit. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich glaube halt viel Munition ist das Zeug. Also 308er haben wir. 38er kommt mal weg. 44er. 45er heben wir auf. 10 mm rein. Armbrustbolzen. Fusionszellen. Gamma. Gleisbolzen. Injektormunition. Kryozelle. Leuchtfackel. Mini-Atombombe. Pfeile. Plasmakartusche. Plasmakern. Rakete. Jetzt nehme ich gleich mal wieder ein bisschen Munition mit. 45er. Na, guck mal, da haben wir sogar noch viel Schuss. Ja, ein bisschen mehr. Lass mal da mal wieder ein bisschen was dabei haben. Und 5,56 nehme ich auch ein bisschen Munition mit. Ja, das ist die scheiß Munition, die so schwer ist. So 200 Schuss wieder, dass wir da auch mal so ein bisschen was dabei haben. So. Das ist die Munition, die so schwer ist. Mal schauen, dass ich ein bisschen loswerde. Einiges davon. Aber ich kann es ja nicht. Man kann es ja nicht einfach so verkaufen. Nimmt ja kein Händler die Munition. Gut, es wird das Munitionsumwandlungsteil geben. Das könnte mir was bringen. Ich springe jetzt einfach mal zu der Station hier, Station Charleston. Und pack mal da mal das Zeug so ein bisschen raus. Da haben wir auch noch ein Level up. Das können wir dann auch gleich mal vergeben. Zack. 100. 200 haben wir jetzt. Irgendwas hat er geschossen. Hi, Responder Händler Bot. Ja, ich habe so ein bisschen Zeug zum Verkaufen für dich. Nimm einfach mal das. Dosenkaffee. Nimm. Ascherosentee. Fleisch und Bohnen hebe ich mal auf. Furry. Vector oder Fury. Das eine Heilmittel kannst du auch mal haben. Leuchtpilzsuppe. Breadaway verdünnt hebe ich mal auf. Ja, gut. Nimm mal. Wenn Sie Vorräte einzutauschen haben, kann ich. Nice. Gut. Hast du irgendwas anderes notizentechnisch, so was ich vielleicht kaufen würde, wenn ich gerade mal bei dir stehe? Ruhe, weiß ich nicht. Aber wir haben 2000 Kronkorken schon mal. Das ist ja auch schon ganz cool.
mal wieder. Okay, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich glaube aber, da war es schon die eine Quest, wo es rumspackt. Hier haben wir noch einiges zu erkunden. Gut. Ich weiß nicht, warum hier Lade-Holoband-Anforderungen hoch für einen Airdrop. Vielleicht einfach, weil ich welche davon habe. Ich habe die Kamera noch aus. Na, dann kann ich nochmal. Voraussichtlich. Denke ich mal. Den Verdacht habe ich jetzt einfach mal. Ich würde aber erstmal dahin springen und da das machen. Also wenn ich jetzt hier zu Rusty Pig mal springe. Und von dort aus dann einfach mal rüberlaufe. Ich hätte gern irgendwas, weil wir gerade zu Rusty Pig springen. Irgendwas Doppelschussmäßiges. Das wäre halt immer. Das ist halt immer so ein bisschen meins. Doppelschuss. Oder Exploschuss. Da hätte ich halt richtig Bock zu. Aber naja, wenn wir es haben, haben wir es. Also wenn wir es nicht haben, haben wir es halt nicht. Da brauchen wir auch nicht reinlaufen. Den Sendeturm. Guck mal, da ist auch noch eine Mine, bei der wir noch nicht waren. Die ist irgendwo in die Richtung. Ich glaube, das ist die große in der Mitte. Laufen wir erstmal zum Sendeturm. Irgendwie. Munitionstechnisch sollte man halt auch langsam mal dran denken, vielleicht ein Zeug machen, zu machen. Achso, was mir gerade einfällt, wir haben ja noch ein Level-Up. Wo wollte ich denn das hinpacken? Endurance? Weiß ich nicht. Ob wir da nochmal reingehen? Oder halt hier. Intelligenz, dass wir wenigstens mal ein paar Punkte haben. Da drauf. Gehen wir mal Intelligenz. Weil da brauchen wir eh nicht Rüstmeister, sondern wir brauchen... Waffenschmied. Waffenschmied brauchen wir. Definitiv, dass ich da mal ein bisschen was machen kann. Ach komm, wir laufen auch dahin, weil das ist hier, denke ich, auch gleich direkt vor der Nase. Ja, ist es auch. Ich sollte mal kurz essen und trinken, sehe ich gerade. Bip. Oh, scheiße, ich habe es vergessen, das aufbereitete Wasser zu verkaufen. Ist jetzt aber nicht dramatisch. Komm, hau mal einmal aufbereitetes Wasser rein, das bringt ein bisschen mehr. Ich schaue halt da, dass ich mich gerade lieber über das so ein bisschen heil, als über Stimpaks. So, nehmen wir mal kurz die Snipen, gucken mal kurz rum. Ist hier irgendwo überhaupt irgendwas? Schaut verdammt ruhig aus. Komm ich denn da hin? Da. Also schaut hardcore ruhig aus. Aber das ändert an meiner Frage nichts. Wie komme ich denn da hin? Geht's hier rum? Ich hoffe, hier geht's rum. Ich schau mal, ob ich da hinkomme. War da nur der eine? Glaubt man ja kaum. Nein.
schieß dir in den Schritt. Wir haben alle. Jagdgewehr auf jeden Fall. Ich nehme gerade halt auch wieder jeden jeglichen Mist mit eigentlich tatsächlich. Den ich gar nicht brauche. Kein Wunder, dass wir eigentlich die ganze Zeit Probleme haben. Dass irgendeine Kiste voll ist. Aber hey, da mache ich große Mengen draus und verkauf's. Irgendwann habe ich dann genug. Handschellen. Funkstörgerät. Okay. Gucken wir mal kurz dahin. Wir wollen danach weiter hier rüber. Ich finde es schön, dass sie Geräusche geben. Hä? Im Prinzip, hä? Da war was? Ich habe was gehört. Keine Ahnung, was dann hier drüben ist. Das sehen wir aber gleich. Das ist so Zeug, da will ich nicht hin. Au! Hätte ich jetzt nicht für so hoch geschätzt. Oder für so viel Damage. So, dann laufen wir mal hier hin, weil da waren wir auch noch nicht. Ich glaube, dann haben wir aber alles so ein bisschen hier ringsrum. Lasergeschützturm. Das Ding trifft uns eh nicht. Hat uns doch getroffen. Ich höre ein Robo, aber das ist auch nichts Dramatisches. Der hat nichts gehabt. Muss ich da einen Airdrop anfordern eigentlich? Wenn ich mal irgendwo einen gefunden habe, oder? Kann das sein? Probe hören, wusste ich doch. Eine Zigarette raucht sich übrigens schon wieder komplett von alleine. Ah! Fordere ich mal einen Airdrop an? Ja, gut. Die hat sich wieder komplett von alleine geraucht. Einmal gezogen. Holoband laden. Anforderung eines Airdrops. So. Habe ich. Müsste es noch ein Verteidigungsgeschütz eigentlich geben. So wie es klingt. Nö.
100%, ich sammle ihn ein. Ja, natürlich, sammle die Vorräte ab. Okay, tatsächlich würde ich einfach weiter zur Station Sutton gehen. Ich glaube, da hinten war sogar ein Riss. Oder der Riss, den ich gedacht hatte. Den ich im Kopf hatte. Oder wir gehen hier rum und gehen mal hier hin. Finde Beckett. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal zur Station Welch, nicht Sutton. Machen da weiter. Oh, ich habe nichts mehr zum Trinken. Machen da einfach mal weiter. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr zum Trinken. Da ist der Schluck eingekippt. Muss ich drüben wieder was holen. Dann machen wir dann später mal Pause. Ich müsste einfach mal ein neues Foto machen. So, Achtung, Gegner. Ich will zu der Fabrik hier rüber eigentlich. Nix? Keine Gegner? Hier rüber. Oder wir laufen einfach die Straße weiter entlang. Wir laufen die Straße weiter entlang. Und dann gehen wir zur Fabrik hier rüber. Keine Gegner? Keine einzigen? Okay. Auch in Ordnung. Oder die ehemalige Straße. Gucken wir mal kurz, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Hier. Lass mal einfach mal da rum. Hier ist auch noch irgendeine Mine. Hier vorne ist was. Da gucken wir erstmal da vorne hier hin. Und dann schauen wir. Die Mine wäre in die Richtung hier. Ja, wir müssen eher mal noch in die Mitte und Zeug erkunden. Ich würde einfach mal außen rum flitzen. Was ist das? Ach, ich glaube, das ist schon die Mine, die hier mir markiert wird. Kann das sein? Oder? Nee. Gar nicht. Wer bist du? Markiert. Wer zur Hölle bist du? Was machst du? Wenn du nicht richtig hinschaust, dann entgeht dir das, wonach du suchst. Er hatte recht. Was ist denn das? Nix. Diese Dornbüsche allmählich verdammt satt. Nix ist das. Einfach mal das Schwarzerz vor seine Nase abgebaut. Das ist auch ein Plünderer. Was ist das da drüben? Das ist Gold. Hast du's nicht gehört? Die Leute sagen, hier gibt's überall Gold. Ja. Direkt vor deiner Nase. Ich hab's dir auch nur vor der Nase weggeschnappt. So, gucken wir uns mal das hier an. Was läuft hier rum? Läuft hier überhaupt was rum? Der ist ja riesig, was ist das? Ein Betriebshof oder sowas, ja? Hier sind bestimmt wieder Roboter oder... Ich denke, hier sind Roboter. Ja, das ist ja wirklich riesig. Mount Bear Betriebshof. Ja, war ich gut. Da ist wieder der Riesenbohrer. Ah, ich gucke mich erstmal hier außenrum so ein bisschen um. Bevor wir in das große Häuschen reingehen. Oh, Grubenhauer. Kriege ich jetzt nicht mehr. Grubenhauer sind hier. Da habe ich ja noch weniger Bock drauf. Nee. War das jetzt gerade so ein Schuss, wie ich gerade gedacht habe, dass es ein Schuss war? War das gerade instant ein Blattschuss? Bei den Kopf habe ich nicht getroffen. Definitiv habe ich den Kopf nicht getroffen. Ernsthaft, ich glaube, ich habe einen Blattschuss gemacht. Äh...
Ich nehme mal hier nur so das Zeug mit, was ich brauchen könnte. Weil wer weiß, wann... Goldene Gabel. Wann ich hier mal wieder auf eine Werkbank treffen stoßen könnte. Wobei im Betriebshof... Könnte ziemlich nah eigentlich in der Werkbank sein. Ich guck mich weiter um. Bauplan Atommine. Cool. Junge Frau. Auch wieder so. Ich glaube, das sind alles die von den einen. Die Mission, weil die andere junge Frau hat man ja da auch noch. Ein Old Possum. Nice. Ich bleib einfach mal versteckt, wenn hier die sind. Was ist denn eigentlich, was hat's denn eigentlich mit der Sprengkapsel auf sich? Das kriegen wir bestimmt eine Schwarzpulver raus. Da passe ich durch. Hundertprozentig passe ich da durch. Scheiße. Ich laufe erstmal hier hinter. Das ist ein Riesending. Ja, das ist ja auch hier. Weil wir auch eigentlich da rauflaufen könnten. Zu dem Riesenteil. Da sind wir halt auch schon fast direkt mit der Nase dran. Gucken wir uns mal kurz das hier. Hier ist verdammt ruhig. Ist ja mal mega ruhig. Einen Mob, auf jeden Fall, den brauche ich. Was ist denn hier? Ist das ein richtiger Mineneingang? Kann man da mal reinlaufen? Nein. Verlassener Bergwerksschacht. Och Manu, ich hab mir gedacht, ich kann da mal rein. Wofür ist der Knopf da? Ein großer roter Knopf. Kann ich nicht drücken. Was ist das? Zum Eintauschen von Abbaumarken. Okay. Ich glaube aber, ich habe solche Abbaumarken gar nicht. Ach, mein Dodo lasse ich an. Ich habe auch so einen. Marken festgestellt. Null, sag ich doch. Ich habe null solche Abbaumarken. So, ist hier irgendwas? Hier ist gefühlt überall gar nichts. Esso-Trink. Nudelschale, die sind bestimmt noch gut, die Nudeln. Kronkorken. Nice, nehme ich mit. Gucken wir hier durch. Klebeband. Blei, auf jeden Fall. Bleischrott immer gerne. So, Ventilator nehme ich definitiv mal eine Löscherspitzhacke. Alles nichts Besonderes. Dünger. Okay, nehmen wir mit. Ja, gucken wir mal weiter hinter. Eigentlich würde ich gerade gerne ein kurzes Päuschen machen. Aber der Zug vorne ist abgefahren, weil ich pipi muss. Aber das ist nicht schlimm. Ich mache einfach Knoten rein. Den habe ich nicht erschossen. Danke, Sachse. Und hey, ich habe es gerade gesehen. Wollte auch gerade mal kurz raustappen. Ach Gott, da kriege ich immer die Krise. Scheiß Bots. Warum gibt es da wirklich jemand Leute, die da wirklich das machen? Das bringt doch gar nichts. So eine scheiß Zahl. Also mal ernsthaft, was bringt eine Zahl? Gut, viele... Holzauge, sei wachsam. Ich sag mal, viele... Sind die Zahlen wichtiger, denke ich, als wirklich irgendjemand im Chat zu haben? Denke ich mal.
Gibt's bestimmt einige. Weil, was gibt's heutzutage nicht? Sind bestimmt einigen Leuten so eine Zahl wichtig. Als lieber, keine Ahnung, 5 Leute im Chat zu haben. Lieber habe ich, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30.000 Follower, die einem aber halt überhaupt null bringen. Weil es einfach nur eine scheiß Zahl ist. Jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Weil hier sind die da. Grubenhauer. Ich habe keinen Bock, eine Rakete ins Gesicht zu bekommen. Also wirklich keinen Bock drauf. Der ist auch schon tot. War da irgendein anderer Spieler kurz vor mir? Nee, ich habe ja noch welche weggemacht. Deswegen glaube ich es nicht. Ich habe auch keine anderen Schüsse oder sowas gehört. Also ziemlich in meiner Nähe. Muss ich mal schauen, wie ich dann da gleich darauf komme. Oder habe ich das komplett ignoriert? Hier sind auf jeden Fall immer wieder tote Grubenhauer. Ab und zu mal ein bisschen Leck drin. Mikro-Lecks. Wenn ich hier rumlaufe. Ab und zu bin ich einfach nur doof und bewege mich ruckelig. Tatsächlich bin ich mit meiner jetzigen Maus gar nicht zufrieden. Aber ich finde auch seit langem keine Maus mehr, mit der ich zufrieden bin. Hier ist ein Tastenfeld. Schlüsselkartenleser. Ich finde keine Maus mehr, mit der ich zufrieden bin. Hier auch ein Schlüsselkartenleser. What the hell? Was ist das? Ich glaube, wir laufen da mal rauf zum Riesenbohrer. Wobei es ja gar kein Bohrer ist. Hier haben wir jetzt auch schon alles durchgeguckt. Das ging schneller als erwartet. Ich will nur noch einmal da nach oben laufen. Von der Etage her nach oben. Voll ruhig hier. Ich muss ehrlich sagen, wenn es ruhig ist, finde ich's unangenehmer, weil hier gar nichts ist, als wenn hier überhaupt irgendwas ist. Also wenn ich jetzt weiß, okay, hier sind Gegner da, ich weiß, irgendwo ist er, dann bin ich halt mal kurz konzentriert, hör halt drauf, wo ich was höre, ob ich irgendwo eben halt Schritte höre oder Geräusche höre. Aber hier ist halt nichts. Das macht mich gerade fertig, dass hier nichts ist. Jetzt sind wir hier oben drin? Ich glaube auch nicht, dass hier wirklich einer war, weil dafür liegt hier noch zu viel Zeug rum. Guck mal, der ist auch tot. Und das war hundertprozentig nicht ich. War da einer vorhin? Und ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Ja gut, Holzblock nehme ich nicht mit. Oder ein... Der ist auch tot. Da, auch tot. Da muss einer gewesen sein. Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, doof. Aber ich töten. Aufseher-Terminal. Oh Gott. Was ist mit dem Terminal in Ruhe? Ich weiß, da gibt es ganz, 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 ganz viele Missionen. Bestimmt auch so über... Mal versteckt. Doch die Terminals, aber hey. Alles und jeden muss ich nicht sehen. Jedes versteckte Ding. Hey, 2070 Dinger schon. Dann wäre doch das hier aufgeschlossen gewesen, oder? Sowas wie ein Tischventilator würde ich nie stehen lassen. Weil da halt Schrauben und auch so mit drin sind lose Schrauben, Zahnräder und so Gedöns. Würde ich nie stehen lassen. Guck mal kurz aufs Dach erstmal, bevor wir rübergehen. Die sind auch tot! Ich kann nicht reinschauen. Weil die hab nicht ich gemacht, deswegen kriege ich da nichts. Die sind alle tot! Das ist auf der einen Seite nicht so schön tatsächlich, weil irgendwann fangen die es respawnen an. Wenn du irgendwo zu lange bist, respawnt alles.
Das habe ich tatsächlich in dem Arc Tech Forschungsding da gehabt, wo ich mit Sven mal durch bin. Da habe ich es tatsächlich gehabt. Da ist dann alles respawned, während ich drin war. Weil ich ein bisschen zu langsam war. Ich habe mir Zeit gelassen. Hab mir halt überall alles so genau angeschaut. Dann haben sich die Gegner gedacht, Mikroskop würde ich auch nicht stehen lassen. Gedacht, ich bin wieder da. Mist. War dann auch nicht schön. Weil einfach manche davon in meinem Gesicht gespawnt waren. Oder halt sehr, sehr nah an mir gespawnt waren und ich darauf nicht vorbereitet war. So. Voll erschrocken. Ich glaube, ich könnte mal was essen und trinken. Weil Lebenspunkte habe ich auch gerade. Schmeiß mal die Dandy Boy-Äpfel rein. Fleisch und Bohnen. Jetzt sind wir zu voll gefressen. Oder sind wir? Nein, sind wir noch nicht. Hundefutter, komm. Nee, ich sollte mal was trinken. Abgekochtes Wasser. Abgekochtes Wasser und abgekochtes Wasser. So. Da sind wir auch relativ hoch gehealt. Dann ist das nächste, wo wir mal hinlaufen, darüber. Mal die Abkürzung. Da waren wir ja noch nicht. Lötlampe. Lose Schrauben, immer gerne. Klebeband ist auch so eine Sache, die ich nicht auf jeden Fall. Selbstgemachter Kleber, ja. Die ich immer mitnehme. So. Ja, also komm, da war vor 5 Minuten irgendeiner. Vor 5 oder 10 Minuten war da einer, aber die sind ja noch alle tot. Nuka-Cola. Red Away verdünnt. Günstiger Wunderkleber Schachbrett. Noch überhaupt nicht lang her. Muss hier einer gewesen sein. Ja, gut, dann laufen wir einfach mal hier rauf zu dem Megabohrer. Wir sind ja eh fast da. Gehen wir so langsam mal, gehen wir in die Richtung Mine hier rüber. Wenn ich jetzt mal kurz schaue, dann machen wir halt hier gleich die paar Aufgaben mit. Sammle abgeworfene Fahrräder, die werden wir schon finden, denke ich. Den nächsten Tagebucheintrag und dann können wir ja rausfinden, ob die Story-Quest verbuggt ist oder nicht. Wie es letztes Mal bei mir. Oder nicht. Ich hoffe mal auf nicht, weil ich tatsächlich weitermachen will. Und die müssen das endlich mal ein bisschen unter Kontrolle bringen. Weil Ding hat ja noch geschrieben. Mir wäre es ja wurscht, wenn da so ein Bugfix kommen würde und du halt einfach nochmal alles ablaufen musst. Das wäre mir auch egal. Wo die Dinger sind. So, hier ist auch sehr ruhig. Nein, doch nicht. Hier ist nicht ruhig. Ist mir gerade ein bisschen viel, warte mal kurz. Oh, die Waffe ist gleich kaputt. Aber ich habe doch ein paar Mal Reparaturschuss gekriegt. Sogar auf die. Was jetzt aber nicht dramatisch wäre. Ja, nehme ich auch mit. Ah, wirklich? Weil, dann nehme ich die 45er. Ist auch so ein Mega-Viech. Das Ding. Nehme ich einfach die 45er. Jetzt sind wir eh zu steht der Fusionskern drin? Ja! Mein erster Fusionskern, den ich mal finde. Bei sowas. Warte mal, die laden wir mal kurz nach. Die ist fast kaputt. Ja, mein erster Fusionskern, den ich mal so finde. Bis jetzt habe ich die immer aus Rüstungen geklaut. Warte, ist die auch?
Mal kurz, können wir ja mal kurz gucken, wie lang ist denn die noch? Oh, die ist wirklich nicht mehr lange. Haltbar. Ist jetzt aber gar nicht so... Vor Lungenkrankheit. Meine Ausrüstung. Ja, deswegen hab ich sie ja. Deswegen lasse ich das Ding ja auch dran, tatsächlich. Weil ich das echt cool finde. So, hoffen wir mal drauf, dass hier irgendwo gleich eine Werkbank ist. Hauptsächlich zum Kleinen machen, weil sonst können wir auch nicht schnell reißen. Ich arbeite mich erstmal hier außen rum so ein bisschen hin und dann gehen wir wieder nach und nach weiter rein. Hier sind noch 100%ig Gegner. Ich hole mal kurz einen höheren Stand. So einen Meter höher zumindest. Hä? Yeah. Doch das Wasser will ich nicht. Achso, jetzt sollte ich auf jeden Fall nochmal was trinken. Damit auch meine Ding ein bisschen hochgeht. Gut, Red geht halt ein bisschen mit rauf, aber das ist nicht so dramatisch. Wir haben hier eine Mission. Auf jeden Fall finde nächsten Tagebucheintrag. Ist ja schon mal ein nice. Ich höre hier tatsächlich auch nichts. Hier nichts, was sich bewegt oder sonst irgendwie. Wir sind eh überladen, also ist es egal. Können wir ruhig mitnehmen. Ich höre hier keine Schritte. Ich höre hier nix. Mal so eine Frage an euch. Tatsächlich, wenn man in so einer Situation wie jetzt in Fallout ist, würdet ihr in so ein Gebiet überhaupt reingehen? Hey, das ist doch schon offen, ich sehe es doch. Also ich glaube, ich würde da nicht reingehen, weil du weißt, dass es da gefährlich ist. Gut, auf der anderen Seite kannst du sagen, hey, hier gibt es vielleicht die meisten Ressourcen, weil eben, dass sich so viele denken und dann gehst du dann trotzdem rein. Da brauchst du halt aber dicke Eier. Um da reinzulaufen. In echt, ätzert. Nicht in einem Spiel. Okay, ich wollte eigentlich nicht runterfallen. Lagerhaus-Schlüsselkarte, wir hören uns erstmal das an. Persönliches Aufseher-Tagebuch. Irgendwo müsst ihr auch die Augen. Wo ist denn der Airdrop? In seinem Gesicht. Oh Gott. Das habe ich ihm angetan. Das ist alles meine Schuld. Sie sagten mir, ich könnte Volt 76 haben, aber nicht, wenn ich verheiratet wäre. Evan hätte eine Ausnahme für Eheleute und einen Platz im Board bekommen müssen. Aber gab jemand Qualifizierteren, einen Ingenieur mit den Fähigkeiten beim Wiederaufbau zu helfen. Er war ein entfernter Cousin eines Vault-Tec-Managers und erfüllte fast alle Bedingungen. Vault 76 war für die besten und klügsten Köpfe gedacht. Und Evan konnte sich nicht qualifizieren. Tief in mir wusste ich, dass sie recht hatten. Also löste ich die Verlobung. Ich opferte ihn für den Wort, für Appalachia. Ich weiß, was ich tun muss, aber ich kann es einfach nicht. Ich liebe ihn. Ich habe ihn schon einmal getötet. Ich schaffe das kein zweites Mal. Bitte,
Ich habe alles für Volt 76 gegeben. Sie waren alle so brillant. Die ersten Jahre waren schwierig, aber wir haben gelernt, einander zu vertrauen. Sie haben gelernt, mir zu vertrauen. Ich war jung. So jung. Jünger als die meisten von ihnen. Aber sie haben mich als ihre Aufseherin angenommen. Also müssen sie das für mich tun. Herzinfarkt. Geben Sie Evan seine letzte Ruhe. Er hat das alles nicht verdient. Die Verbrannten. Die Ausrottung dieser Seuche. Es geht nicht mehr nur ums Überleben. Das ist was Persönliches. Wir müssen die Atomraketen sichern und diese Krankheit besiegen. Ich habe jetzt den Airdrop nicht gefunden und ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. So, ID-Kartenlesegerät. Ich arbeite mich ganz genau durch. Ich will nicht wieder, dass die Mission verbuggt ist. Ich höre es bewegen. Alter, ich höre... Ja, er bewegt sich. Ja, er ist nicht schon tot. Nicht mehr. Hallo? Ja, ich will den Riegel machen. Ich krieg... Warte. Egal, wir haben die Mission trotzdem machen können. Endlich! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieso kann ich den Riegel nicht aufmachen? Ich will da rein, da ist ein Wecker. Wie... Okay, mir ist es egal, aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn endlich bekommen. Endlich habe ich den... Ja, endlich! Ah, Charisma. Nicht Charisma. Intelligenz. Waffenschmied. Jo. Zack, brauche ich nämlich noch. Endlich, das war das erste Mal, wo ich den Kerl bekommen habe. Zum allerersten Mal. Die könnte auch cool sein. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Also der erste Schuss. Der erste Schuss ist doppelt im Schaden. Ich bin gerade glücklich. Ich bin gerade wirklich glücklich, weil das erste Mal, wo ich diesen Evan lebendig da unten hatte. Und das erste Mal, wo ich ihn erschießen konnte. Wirklich. Wir machen gleich eine Pause. Ich mache hier oben noch jetzt kurz ein Minütchen weiter. Nee, mache ich nicht. Ich mache wirklich jetzt gleich die Pause, weil ich halte es gleich nicht mehr aus. Übrigens, Sachse, du bist ja auch immer dabei. Ich habe mal eine Frage an dich. Hoffentlich bist du noch da. Nicht, dass du nicht mehr da bist und ich gleich nur noch wieder mit mir selber rede. Aber ich hätte mal eine Frage an dich, die wäre mir jetzt mal ziemlich wichtig. Oder würde mir sehr am Herzen liegen. Wir reisen hier gleich wieder hier hin und zwar dann einfach zu dem verlassenen Minenschacht und laufen wieder hoch. Weil ich habe hier tatsächlich nichts. Bin da, okay. Ich möchte mit Sven zusammen einen Podcast machen, so podcastmäßig, wo wir uns einfach so Themen machen, wo wir mal drüber reden und sowas. So richtig Podcast-Style. Denkst du, da wird es Menschen geben, die Bock drauf hätten? Also, ich muss doch nicht, ich hätte sowieso nicht zurückreisen können. Da hätte ich halt so ein bisschen Lust zu, weil ich ja eh schon sehr, sehr viele rede durch die Streams und sowas.
Ich hätte Lust auf einen Podcast und habe da auch schon einige Themen und würde halt auch so machen, habe einen Google Doc mal erstellt. Achtung. Schon wieder eine Atomrakete. Ein Atomschlag steht. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Wo schlägt die ein? Hier hinten? Danke für Ihre Kooperation. Ich kann ja reparieren hier. Da hätte ich halt mal echt Lust, das zu machen. Achso, warte mal. Space, modifizieren, reparieren. Habe ich doch gedrückt. Ich muss zwei Waffen reparieren. Und zwar die hier, die ist auch fast kaputt. Warte mal, wie war's? Untersuchen. Und dann gehen wir auf Reparatur. Die hier. Ausprobieren, geht über Studieren. Keine Ahnung, wie das ankommen wird. Versuch's, ja. Ich werde es mal versuchen, so Videopodcast hätte ich halt Lust. Einfach mal ein bisschen quatschen. Und mal gucken. Über verschiedene Themen. Und halt auch so, hier war ich doch schon drin. Oder nein, hier war ich noch nicht drin. Und auch jeder könnte über halt eigene Themen mit einsprechen, worüber, oder halt angeben, worüber wir mal ein wenig reden könnten. Ein wenig quatschen könnten, ein wenig philosophieren könnten drüber. Ich habe hier gerade zwei Schüsse gehört. Ich glaube, wir machen schnell noch das. Ich schalte übrigens nebenbei Ausschau nach einem Leuchtsignal. Nach einer Leuchtfackel. Ich sehe sie aber weit und breit keine. Also keine Ahnung, wo der Airdrop ist. Weil den haben wir ja sogar als Mission gerade. Oder als Quest. Mountain Blair. Fotorahmen freigeschalten. Hey. Sprechthemen vorher ab, worauf es ausgehen soll. Kann ich schaden? Ja, ich habe hab einen Google Doc halt gemacht und ich hätte halt einfach so random Themen genommen. So halt, dass es direkt so frei aus dem Bauch heraus die Antworten kommt, würde ich halt gern machen. Und nicht so, ja, wir reden darüber, wir reden darüber, wir reden darüber. Ich habe jetzt schon, warte mal, wenn in dem Google Document, ich gehe mal kurz in Drive, Google Drive, 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 Drive. Warum habe ich einen Google Doc gemacht? Ganz einfach, weil halt Sven dezent weit weg wohnt. Podcast-Themen, pass mal auf. Keine Ahnung, jetzt habe ich mal so Guilty Pleasure zum Beispiel. Vorbilder als Kind, erstes Spiel, erstes Auto. Familie. Hab sogar schon von einer Freundin ein Thema gekriegt. Ein Autokauf, eBay-Kleinanzeigen. Service-Hotlines. Und. Also ich habe jetzt schon insgesamt 47 so Themenstichpunkte mir mal von heute auf morgen, bis auf halt eins, das kam von einer Freundin, ausgesucht und gemacht. Und wird halt einfach mal so ein bisschen drüber, in der gemütlichen Runde, im Discord oder so, drüber quatschen gern. Wo ist denn der? Ah, okay. Aber dann bei freier Unterhaltung. Keine Politik, kein Corona. Davon haben die Leute voll. Ja, tatsächlich, Corona wäre zum Beispiel ein Punkt, wo ich gar nicht drüber reden möchte. Einfach nur genau, weil davon haben die Leute die Nase voll. Aber halt auch, weil ich selbst die Nase davon voll habe. Was ist das hier unten? Ich glaube, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Ich selbst habe ja davon die Nase schon voll. Was ist das? Anspruch in die Werkstatt. Okay, das ist sowieso deaktiviert. Also, nur mal so. Irgendwo müssen hier die Vorräte sein. Wir sind jetzt den ganzen Punkt abgelaufen. Habt ihr irgendwo eine Stahlkiste gesehen? Die... nicht, gell? Nicht, dass das irgendwo hier oben... Putz! Hier sieht man es halt leider nicht so gut. Irgendwo hier muss die liegen. Aber ich sehe die nicht. Liegt die wirklich irgendwo hier oben? Das könnte sein, denke ich. Nee, das ist sie nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Das ist ja der zweite Airdrop, den ich angefordert habe und nicht finde. Ich habe zuvor noch nie einen Airdrop angefordert. Ich drehe durch. Der zweite Airdrop, den ich nicht finde. Ich kriege die Krise. Oh, dann schalte ich es jetzt einfach aus. Wenn ich es nicht finde, dann finde ich es nicht.
Madigans Spur, Ding. Da haben wir von den Hauptmissionen tatsächlich schon einige aufgearbeitet, abgestützt auf Nuka Shine. Beanspruche die Werkstatt, warte mal. Beckett, Verbündeter. Lager Lewis haben wir auch noch, warte mal. Begib dich zum Lager Lewis, keine Ahnung, wo das schon wieder ist. Wo ist denn das? Ereignisse? Nein, Dailies habe ich, mache ich sowieso nicht. Hä? Achso, weg, aus. Nee, also wenn ich die nicht finde. Warte mal, wird es jetzt wohl richtig angezeigt, wo das Ding liegt? Müsste die Richtung sein. Alter, ich würde lachen, wenn es jetzt wirklich angezeigt wird. Nee, Politik, tatsächlich will ich auch nicht drüber reden, weil ich einfach kein Politiker bin und mich zu wenig in Sachen Politik selbst engagiere. Darüber will ich nicht quatschen. Corona habe ich selbst die Schnauze voll. Das wären die letzten Themen, die ich überhaupt ansprechen würde. Keine Ahnung, wo das rumliegt. Aber unsere Waffe ist wieder voll. Jetzt gucken wir uns noch den Bohrer an. Die paar Minuten halte ich noch aus. Was ist das? Das schaut irgendwie komisch aus. Ach so. Denke ich jetzt mal, das ist irgendein Typ, irgendwas. Alles, Themen, Meinung auseinandergehen. Fußball zum Beispiel auch. Fußball ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Thema. Da kenne ich mich null aus und ist auch nicht meins. Ja, ich sag halt auch ehrlich, wo Meinungen auseinandergehen, ist halt wieder schwierig, weil es gehen immer Meinungen auseinander. Du wirst nie Menschen finden, die exakt die gleiche Meinung haben. Natürlich ein paar, ja. Aber grundlegend, wo mehrere Menschen exakt die gleiche Meinung haben, wird schwierig. Und dann kannst du ja auch, glaube ich, nur wieder über zum Beispiel, jetzt mal Extrembeispiel, Kinderschänder reden, weil da haben die meisten Menschen eindeutige Meinungen dazu. Und das ist halt dann auch wieder blöd, wenn du nur darüber reden kannst. Deswegen ruhig Diskussionen oder sowas starten. Wäre ich sogar dafür, dass Diskussionen gestartet werden. Wo man drüber reden kann. Na, da habe ich mal den Fehler gemacht. Ich bin hier rumgelaufen. Irgendeiner hat sich die Base gekrallt in der Zeit, wo ich hier so rumgelaufen bin. Habe halt einfach gelootet und dann auf einmal Kronkorken. Und dann wirst du gejagt. Dann wirst du halt wirklich in Fallout gejagt. Hier ist aber auch wieder nix. Begonnen? Ja. Werde ich nicht machen. Was halt cool wäre, wenn du das als Werkstatt machen könntest. Den halt, was du ja eh kannst als Werkstatt, aber das Ding auch wirklich gegen viel, viel Geld, wenn es sein muss, oder gegen viele Ressourcen wieder aufbauen könntest und das halt so richtig irgendwelche Erze richtig rausballert aus der Erde. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die ich auch cool finden würde, Feier. Ja, aber man kann ja Themen wie Fußballpolitik gleich vornherein ausschließen. Ja, das mache ich sowieso. Ich habe in der Excel-File sozusagen Ding gleich so Status abgeschlossen, abgelehnt und sowas, erledigt und sowas mit drin. Also ich werde tatsächlich manche Themen einfach rausnehmen und nicht machen und manche Themen von mir aus halt tatsächlich dann trotzdem machen, wo man drüber reden kann. Es kommt halt immer drauf an, dass ich da mal zuvor drüber schaue. Das ist, finde ich, versteht sich von alleine. Manche Themen will ich einfach drüber reden, auch wenn ich zum Beispiel gar nicht so der Check. Ich werde verarscht von der Kiste. Drüber drin bin. Aber ich will halt einfach mal drüber reden. Mhm.
So. Schaut aus. Also wenn so ein Spind so da liegt, erinnert mich das immer an Vault, wo man Curie holt. An Vault, Vault, ich weiß es nicht mehr. Wo man auch die doppelschöne Doppelschuss herbekommt. Kurt Keim. Ist ja schon mal nice. Das ist auch nice. Das gefällt mir gerade nicht schon wieder. Wirklich? Warum ist denn die Kiste die ganze Zeit voll? Jetzt verkaufe ich schon extra Zeug. Jetzt habe ich vorhin schon wirklich Zeug verkauft. Und nicht gerade wenig. Gibt's doch nicht. Oh, das ärgert mich langsam mit der Kiste. Aber cool gemacht. Muss ich wirklich sagen hier. Cool gemacht. Aber ich glaube, hier kannst du gar nichts einsammeln, gell? Nö. Nur aufpassen, dass ich nicht... Scheiße, da geht's nicht weiter. Dass du nicht runterfällst. Ich laufe einfach mal hier so ein bisschen hin. Schau mal hier vor, was da hier so ein bisschen ist. Hier schaut aber nichts aus, als ob ich hier irgendwas einsammeln kann. Das ist halt ein Riesending. Das ist ein Riesenteil, ist das. Da hätte ich mir jetzt... da hätte ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen was gewünscht. Gibt's doch nicht, dass ich schon wieder so viel Zeug drin habe, dass die Kiste schon wieder voll ist. Wir haben doch vorhin richtig aussortiert. Muss ich mal schauen, irgendwo hat bestimmt einer Munitionsumwandler oder sowas, dass ich das machen kann. Dass ich den, muss ich mal den raffen. Weil wir selbst können den nicht machen. Weil die Munition von uns ist ja halt auch Ding. Ziemlich begrenzt. Wir sind halt auch irgendwie gefühlt dauervoll, dauerüberladen. Im Gewicht her. Oh, aerodynamisch. Nice. Also ich muss sagen, dass das mir einer den Rucksack gegeben hat als Blaupause, ist ja fast das Beste. Also der Rucksack war nice. Als Blaupause. Das schaut irgendwie böse aus, aber ist es nur irgendwie eine mobile Satellitenschüssel? Laufen wir mal weiter rauf. Was es hier nur so ein bisschen gibt. Doch. Was? Also wo ich jetzt da noch hin will, ist hier runter. Ich glaube darüber. Dann haben wir hier alles erkundet tatsächlich. Und hier gehe ich rein. Erster Stock, zweiter Stock. Erster Stock, zweiter Stock. Ich gehe mal in den ersten Stock. Cool. Wirklich cool gebaut. Aber ist hier was? Die Aussicht ist halt krass. Ach, guck mal, das ist das Kraftwerk, oder? Ist das das Kraftwerk, was ich denke? Ja, das ist das Kraftwerk. Hier hinten. Okay, ab im nächsten Stock. Zweiten Stock, was ist da? Gucken wir mal dahin. Ladescreen geht ja ruckzuck jetzt, ha? Da sind wir jetzt ganz oben, ha? Hier waren wir gerade von der Höhe. Die Aussicht ist halt krass. Vor allem hier.
Hier sind die Atombomben eingeschlagen. Waren ja jetzt schon zwei fast auf der gleichen Stelle. Wofür ist das eigentlich hier oben? Also das gibt für mich halt eigentlich an so einer Anlage überhaupt keinen Sinn. So. Dann setzen wir uns jetzt einfach mal hierher. Gucken hier so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, ich habe mir die schlimmste Richtung ausgesucht, oder? Machen hier mal kurzes Päuschen. Gehen kurz in den Pause-Modus. Ihr kriegt ein bisschen Fahrstuhlmusik. Und ich sag, bis gleich.